So, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Orcs Must Die Together mit dem Nightiria. Wir haben gerade den Übergang abgeschlossen. In dem Zauberbuch habe ich ein paar Schädel rausgeworfen praktisch. Hab sie nicht wirklich... Was habe ich mir noch gleich geholt? Ist egal. Ich würde sagen, wir fahren fort. Wenn es Bogenschützen gibt, nehme ich die. Ich liebe Bogenschützen. Also die werte ich dann. Ich weiß. Die gibt's später. Deswegen, die würde ich später. Dann auch Zwergwächter gibt es jetzt erstmal. Und bist das nicht du? Was genau willst du damit sagen? Wir sind die letzten beiden Kriegsmagier. Ich nehme auch mal die Zwergwächter. Ich hab die jetzt eingepackt, aber sind jetzt nicht so meins. Nicht wirklich steinalt oder so. Ja, die Zwergwächter. Was, die Zwerge? Können sie durch die Barrikaden durch? Ja, die können sie kaputt machen, ne? Nur weiter. Ich glaube, wir verstehen. Ja, wenn sie keinen anderen Weg haben, machen sie kaputt. Und ansonsten laufen sie einfach dran vorbei oder suchen sich einen anderen Weg. Es gibt allerdings auch Runner mit Bomben. Ich guck mal kurz. Kommende Gegner, ja, diese Kobold-Saboteure heißen die. Die laufen nämlich auf Barrikaden zu und sprengen sie in die Luft. Ich kann mal... In der Mitte und rechts habe ich jetzt drei Eisbein jeweils gelegt. Links, aha. Ja, kann ich jetzt nicht wirklich viel machen. Also sonst würde ich sagen, ich nehme rechts und Mitte und du links und Mitte und zusammen bauen wir uns da was. Ja. Ich würde sagen, hier erstmal, dass die da gar nicht erst in die Nähe kommen am besten. Man kann sonst auch hinter den Barrikaden noch Zwergenwächter. Ja, die sind im Moment noch zu teuer aufstellen. Ja. Guck mal, ich mache hier erstmal die Barrikade praktisch noch dicht. Verteidige ich die noch ein bisschen. Und falls dann nachher die sich überlegen sollten, doch die Barrikade zerstören zu wollen, werden sie aufgehalten und wenn sie es nicht machen. Weißt du, wie man diese Hängebomben aktiviert? Los geht's! Achso. Drauf schießen. Na los, kommt raus. Mein Leben ist eine einzige Qual. Na, dann lass mich dich mal erlösen. Ich doch gerne. Ups. Alter, schiebt ab hier, ihr Mongos. Ihr stinkt. Ihr Mongos? Du magst echt keine Mongos, kann das sein? Mongos. Ja, ja. Mongos mag ich. Trotzdem hast du so einen großen Hass gegen sie. Ja. Na los, kommt her. Bam. Jawohl. Ja, wirklich weit gekommen sind sie jetzt ja nicht, ne? Ich würde mal sagen, da kommt noch eine hin. Legen wir los! Hier noch zwei. Nein, fuck! Ah, kommen schon die ersten. Ich bin auf dem Weg. Ich komme. Bam. Lebe für Orc-Massaker! Versucht die kleinen Läufer mit den Bomben fertig zu machen. Ah? Zack. Oh verdammt, wir haben schon fast zwei Barrikaden verloren, weil ich Genie mich draufgestellt habe. Weil du was draufgestellt hast? Ich hab mich selbst draufgestellt. Warte mal kurz, wo bist du gerade? Ich hab hier jetzt den hier drauf. Die Schonzeit ist so, kurz geheilt. Was? Oh fuck! Ich hab uns kurz geheilt. Trefferserie! Sind viele Barrikaden zerstört? Bei mir hier zwei.
Achso, ja, das macht ja noch nicht so viel. Ich geh mal auf die andere Seite rüber. Mit dem Barrikaden, das hatte ich auch im ersten Teil schon gemacht, da kann man ganz gut den so Wegen abschneiden. Wenn es so zwei oder mehr Wege gibt, macht man einfach einen praktisch dicht. Dann müssen sie den anderen Weg nehmen. Und dann kann man sie ganz gut auf einen Weg umleiten. Schaffst du das? Jojo. Die kommen hier sowieso an sich noch nicht durch. Das Problem ist nur, dass sie gleich die Barrikaden angreifen werden. Wenn es durchkommt, das ist aber auch das einzige Problem. So, ich will noch mehr Zwergen. So. Also der rechte Durchgang ist hier fast komplett safe. Ich habe jetzt 4 Säurespucker und 2 rein Eis. Der rechte ja, also ist fast dicht, komplett. Im Sinne von, das wird echt schwer für die da durchzukommen. Ja, okay, dadurch, aber dann können sie ja hier zwischen noch vorbei und so. Alles. In der Mitte habe ich jetzt nochmal. Die müssten eigentlich nur mal zum Beispiel durch ganz linken durchbrechen oder so. Dass wir die da durchlassen, weil dann zerstören sie auch die anderen Barrikaden nicht, sondern laufen immer über links und dann können wir dort alles verteidigen. Pioniere! Scheiße! Scheiße und ich feuer so lahm. So. Bam, bam, bam! Nein. Zack. Oh, Alter. Ja, langsam wird es ein bisschen mehr. Ich habe jetzt mal die Großen übernommen. Und ich nehme jetzt alles aufs Korn, was weiterkommt als die. Oh, haben wir doch ganz gut geschafft noch. So. Die Wagen oben können wir, glaube ich, auch noch nehmen. Die Pioniere kommen schon wieder. Ja, die werden aber von meiner Säure gut aufgehalten. Bam, bam! Da fliegen sie. Schaffst du das bei dir? Ja, ja. Wenn's eng wird, sag ich Bescheid. Noch geht's. Sie kommen zwar ziemlich weit, aber. Ich hab hier ja auch noch ein paar Fallen und Bombenwerfer und sowas. Okay, jetzt wird's langsam ein bisschen enger hier. Wobei. Boah. Passt schon. Ich komm jetzt klar. Erstmal wieder. Willkommen im Schiffer-Serienhaus. Einwohner, die natürlich. Na los. Bam. Kriegt er da direkt aufs Maul. So. Oh, glänzend. Legen wir los. Scheiße. Also, wie viele waren das?
Oh, Runner, klasse. Oh, Runner. Ah, gut, die Säure fallen halt nie ganz gut auf. Ja, links müsste ich noch ein paar setzen. Ja, links bin ich ja sonst auch für Notfall. Wenn ich mit denen nicht klarkomme, rufe ich nicht was. Willkommen in Treffer-Serienhaus. Einwohner aus der Tür. Achso, okay, cool. Die Großen übernehmen die ganze Zeit, aber... Ich kümmere mich hier eben um die Mitte. Irgendwie bin ich richtig gut. Irgendwie? So. Ich würde mal sagen... Also im Moment setze ich jetzt erstmal nur Säurefallen. Ja, mach das. Warte mal. Also in der Mitte und rechts, besonders rechts, aber in der Mitte auch, habe ich so scheiß viele Säurefallen und immer eine Reihe von Eisdingern. Ah. Die Schonzeit ist vorbei. So, ich bin fertig, du auch. Ich hätte vielleicht noch vorher bis nach hinten laufen sollen. Ja, Treffer-Serie. Ich sollte mit meinem komischen Zauber auch mal treffen. Ja, das wäre nicht schlecht. Ich probier gleich einfach mal das Ding da aus. So. Oh. Okay. Dicker Kill. Gut. Okay. Sie sind in der Westhalle. Boah, im ersten Teil gab es so einen geilen Feuerhandschuh oder so. Da konnte ich dann einfach so eine Feuerwand machen und da ist fast jeder Gegner direkt verbrannt, wenn er da übergelaufen ist. Oh, da werden die aber ganz schön zusammengeschissen gerade hier von meinen Fallen. Ja! Bam! Zieht besser Badeschuhe an, sonst passiert noch ein Unglück. Jetzt gibt's was Feines. Oh, letzte Welle schon. Ja, Trefferserie. Läufer. Aha. Geil, eingefroren und dann mit Säure noch. Oh, fuck. Bin ich da voll rein. So. Drüben kommen noch ein paar, ja. Kombination. Pass auf, Pioniere, schon wieder. Bang, bang, bang. So. Wir sind in der Osthalle. Oh, verdammt, einer ist ganz bis nach hier hinten durch. Okay. Jawoll, geil. Keiner durchgekommen, das stimmt. Das war doch super, wie wir gekämpft haben, Mann. Den haben wir zu lange gebraucht. Ja, keine Ahnung, warum wir nicht.
Nee, ich glaube, es gab gesamt 30 Punkte. Da ist wohl doch irgendwie. Nee. Bist du einmal gestorben? Ich auch nicht, ne, nicht, oder? Bin ich gestorben? Nee. Keine Ahnung, warum wir da nicht volle Punktzahl haben. Ich bin der Meinung, da ist niemand durchgekommen. Aber wir haben Barrikaden freigeschaltet. Etwas, wie ich finde, verdammt Wichtiges in dem Spiel. Deswegen werde ich auch, die werde ich auch setzen, die Barrikaden. Und ich denke, ich kaufe mir gleich hier erstmal Upgrade, dass die günstiger werden. Barrikaden regenerieren sich oder dass sie weniger Schaden nehmen, ist natürlich, glaube ich, besser. Richtig fett. Also weniger Schaden heißt ja immer noch, dass sie neu bauen muss. Regenerieren heißt ja auf jeden Fall, wenn sie Schaden kriegen, dass sie ein bisschen besser. Ja. Naja, gut, das erstmal dazu. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Tschüss. Und bis zum nächsten Mal. Ciao!